Servus liebe Leute und ein Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Pokémon Radical Red. Oh yeah! Man sollte sich nicht wundern, dass man jetzt bei diesem heutigen Part ja keine Kamera mitsieht, weil das Ding ist beim Aufnehmen dieses Stücks, was im Übrigen auch sehr lang ist, sage ich schon mal gleich von vornherein, ist mir da ein peinlicher Fehler mir passiert. Ich hatte quasi vergessen, bei OBS noch das Mikrofon noch mit zu aktivieren, was halt eben dann die Folge hatte. Du hattest halt eben ja zweite Kamera mit aktiviert, hast dann dementsprechend dort deine Sprechszenen in bildlicher Form, aber kein Ton. Und von daher kommentiere ich das hier für euch mit nach, ausnahmsweise heute mal ohne Kamera. Und ja gut, ich werde dann in diesem Fall das Ganze hier mit einer Thematik mit überbrücken, weil ich mich halt eben jetzt nicht mehr wirklich daran erinnern kann, was ich halt eben damals hier von mir mit gelabert habe. Auf jeden Fall, das letzte Mal waren wir in der Safari-Zone, haben quasi dort unseren Spaß mit gehabt und unter anderem habe ich mir quasi auch mal erlaubt, Porygon hier mit ins Team mit hineinzunehmen. Oder in diesem Fall ein Porygon Z. Was wir quasi hier in der Safari-Zone mitgesammelt haben. Mit Drake, Psychokinese und noch den anderen Attacken, die gerade in dem Moment ausgeblendet wurden. Aber egal, ihr habt sie quasi mitgesehen. Und ja, in diesem heutigen, etwas längeren Part geht es mehr darum, dass ich hier quasi so viele Trainer wie nur möglich skippe. Die werde ich ja eben dann fürs Offscreen-Grinding mitverwenden. Und dass wir dann dementsprechend hier mehr darauf mit eingehen, welche weiteren Routen-Encounter wir zum einen bitte fangen, auf die ich dann indirekt mal mit eingehe. Und darüber hinaus werde ich dann nochmal eine Thematik mal mit offenen Kunden, die ich quasi schon lange auf den Herzen mit habe. Und ich denke mal, das mache ich auch hier. Es ist natürlich halt eben dann Pokémon intern, weil das ist dann mehr so eine Idee, was ich dann so als nächstes für ein Projekt hier mitmachen wollte. Unabhängig davon, wie lange hier Pokémon Radical Red noch mitgeht. Unabhängig davon, ob ich diese Challenge überhaupt schaffe oder vielleicht auch nicht. Das ist jetzt in diesem Fall noch vollkommen offen. Aber das Ding ist quasi wie folgt. Und zwar ist quasi so mein Gedanke, wie gerade eben schon mit erwähnt, welches Pokémon-Spiel ich denn eigentlich als nächstes mitbringen würde. Wobei halt eben jetzt noch kein genauer Termin mit feststeht und welche Region genau. Deswegen mache ich das mal in dieser Form wie folgt. Ich beginne mal so zusammenfassend, welche Region oder eher gesagt, welche Generation ich dann quasi nicht mehr mitspielen würde. Das wären dann unter anderem hier regulär Kanto-Region. Also das heißt auch erste Generation wie Rot, Blau und Gelb findet dann hier nicht statt. Genauso wenig wie Feuerrot und Blattgrün. Weil ja zum einen Radical Red ist ja ein Mod zur Feuerroten Edition. Und darüber hinaus habe ich quasi auch schon im Jahr 2019 wiederum ja schon Pokémon Gelbe Edition schon mit Let's Played. Von daher sehe ich dann in diesem Fall auch keinen Grund, dann noch einmal in Richtung Kanto mit aufzumachen. Also von daher wird es dann diese Form nichts mitgeben. Und da habe ich mir halt eben dann so überlegt, gehen wir doch mal mehr oder weniger mal die zweite Edition oder generell die zweite Generation mit über. Beziehungsweise wenn wir noch die Remakes zu Hardcore und SoulSilver noch mit einfügen wollen, dass wir dann da auch mal mit eingehen. Also ich finde zumindest, ich hätte auch mal wieder Bock dazu, die Johto-Region mal wieder mitzumachen. Wobei ich halt eben jetzt noch ein bisschen uneins bin, ob ich quasi halt eben so ein klassisches Let's Play mache oder beziehungsweise regulär, dass ich wirklich die zweite Spiele-Edition nach einer gefühlten Ewigkeit und drei Tagen mal wieder zocke. Das wäre ja dann in diesem Fall dann für Gold, Silber oder Kristall nicht der Fall. Das weiß ich halt eben jetzt in dieser Form noch nicht. Man muss halt eben damit berücksichtigen, wenn man quasi Gold, Silber oder Kristall quasi mal wieder mit auspackt, dass er dann dort die Spielmechanik ja dann mal wieder komplett anders ist gegenüber dem, was man sonst mit gewohnt ist. Also, dass du halt eben dann zwar dort eine Unterscheidung zwischen speziell offensiv und physisch offensiv hast, aber dass er dann auch bis einschließlich zur tatsächlichen dritten Spielegeneration ja dann nur Elementarangriffe rein speziell offensiv waren und alles andere war dann rein physisch offensiv. Also das wird dann glaube ich auch so ein Ding mit werden und ob ich halt eben dann daraus so eine Art Challenge mitmache oder vielleicht so ein reguläres Let's Play, weiß ich bisher noch nicht. Es gibt dann aber nur einen gewaltigen Nachteil, dazu komme ich halt eben dann aber auch dann mehr für Hardcore und SoulSilver noch mit zu sprechen, ist, dass du halt eben dann neben der Johto-Region dann auch wieder die Kanto-Region wieder mit am Start hast.
Also man hatte zwar die Grundidee mit gehabt, dass du quasi nicht nur eine neue Region mit hast und dass du halt eben dann noch relativ schnell damit durchkommst, sondern du wolltest ja dann, so gesehen auch aus Sicht des Entwicklers, dass du halt eben dann noch eine weitere Region noch mit hast, dass du dann überhaupt erstmal eine Afterstory mit hast, die es ja streng genommen in der ersten Spielegeneration überhaupt nicht gegeben hat. Also die Azura-Höhle, die zählt jetzt hier nicht mit als Afterstory, die du halt eben sonst erreichen kannst, sobald du die Top 4 mindestens einmal besiegt hast. Sondern, dass du halt eben dann eine neue Region mit am Start hast, also neue Region in Anführungsstrichen, dass du dann dort neue Abenteuer mit hast und den ganzen dran und drum. Und man hat sich halt eben dann mehr damit bedient, dass du dann wieder die Kanto-Region wieder mit hast. Mag zwar so, aus meiner persönlichen Sicht, zwar eine feine Sache mit sein, aber ich finde zumindest, hat es dann irgendwie nicht ganz so mitgepasst. Einfach aus dem Grund, weil du hast halt eben dann schon wieder die Kanto-Region mit am Start. Du hast dann quasi wieder Team Rocket mit am Laufen und darüber hinaus ist dann aber auch wirklich die Levelkurve in der Johto-Region. Das spielt sich aber jetzt nicht nur in der zweiten Spielegeneration mit ab, sondern dann dementsprechend auch für Hardgold und so Silver ist man wirklich unter aller Kanone. Also von den regulären Hauptspielen mit betrachtet, ohne jetzt einen Bezug von irgendeiner Challenge oder vielleicht von irgendeinem Hack. Das sei jetzt erst einmal außen vor. Was natürlich halt eben dann die Folge hat, dass du, wenn du sonst so regulär bei der Top 4 bist, Top 4 Mitglied Willi, sein stärkstes glaube ich so auf Level 42 oder so, was er glaube ich mit hatte, und du hast halt eben dann eine extremste geringe Level-Anstiegskurve der jeweiligen Arena-Leiter, was er dann mit die Folge hat, wenn du halt eben sonst so regulär eine Nuzlocke-Challenge mit draus machst, mit den ganzen dran und drum und hast du nicht gehört, dann musst du quasi schon mit berücksichtigen, verdammt, welchen Arena-Leiter darfst du denn überhaupt als nächstes mitmachen, ohne das Level-Limit zu überschreiten. Also, wenn du quasi auf dieser jeweiligen Challenge-Ebene mitbleibst, oder halt eben, dass du ein reguläres Abenteuer mitmachst, aber gut, das sei jetzt hier ein bisschen offen an dieser Stelle. Oder ich habe mir quasi überlegt, auch nicht die Johto-Region zu spielen, sondern vielleicht halt eben Richtung Höhen mit zu gehen. Das kleine Problem an dieser Stelle ist, ich habe quasi auch noch mit meinem Kollegen Kurakami, 1337, Grüße gern raus an dich, hier bereits ein Projekt quasi mit offen. Das findet ja dann quasi über einen Twitch-Livestream mit statt. Also sobald wir auch mal wieder die Zeit dafür finden, das mal wieder fortzusetzen, ist natürlich ja quasi Pokémon Emerald Randomizer Nuzlocke Soul Link Dual Challenge of Doom. Und also wir haben da quasi einen ziemlich langen Titel so gefühlt, was halt eben dann mehr oder weniger die Folge mit hat, dass halt eben dann auch die Höhenregion schon mit bedient ist. Und ob ich halt eben dann so alternativ vielleicht hier Rubin oder Saphir mitspiele, hätte ich dann aber ehrlich gesagt so keinen großen Bock dazu, weil halt eben dann ja auch eine Redundanz ja mitgegeben ist. Von daher glaube ich zumindest, dass dann auch die Höhenregion ja dann quasi mit ausfällt. Und ansonsten hast du halt eben dann für die dritte Spielegeneration, wie schon zuvor uns mit erwähnt, dann auch schon die Remakes zur Kanto-Region, also quasi Feuerrot und Blattgrün. Also von daher fallen diese beiden Dinge halt eben dann auch mit aus. Das steht ja dann schon mal mit außen vor, was halt eben dann die Folge mit hat, dass du halt eben sonst in Feuerrot und Blattgrün hättest du halt eben dann, ich sag mal, als Zwischen oder halt eben dann noch als im Afterstory halt eben dann noch die Sevi Islands, wo du halt eben dann unmittelbar nach Pyro die ersten drei Inseln mit reisen kannst, beziehungsweise auch musst, und dann dort Team Rocket nochmal ordentlich eins auf die Mütze zu geben, um halt eben dann dort auch ein Rubin und ein Saphir, Anlehnung natürlich an Ruby und Sapphire, mit zu sammeln, damit du halt eben dann in der Lage bist, überhaupt damit weiterzumachen. Und nach der Top 4 wiederum kannst du halt eben dann nochmal zu den Sevi-Inseln reisen, beziehungsweise zu den Sevi-Inseln 4 bis 7, oder waren es sogar 8? Ne, ich glaube, es waren nur 4 bis 7, sodass du dann auch dort in der Lage bist, dann nicht nur die letzte VM mitzuholen, und zwar VM06 Zertrümmerer, die du halt eben dann bis dato noch gar nicht mit hattest, und dass du halt eben dann dort noch solche kleinen Nebensachen mit hast, wie zum Beispiel so eine Art Kampfhaus, oder dass du dort hier diesen Goldschürfer mit hast, der quasi mit sagt, dass er mit dir eine Wette machen möchte, und zwar, dass er weiter graben kann, als du Inkognito mitfangen kannst, wobei das einfach ein bisschen hirnflüssig mit ist, weil je mehr Inkognito du mit fängst, desto weiter kommt der natürlich auch. Also dasselbe gibt es halt eben dann noch in der Sinnoh-Region auf der Route, ich muss mal kurz überlegen, ich glaube auf der Route 221, wenn ich mich nicht irre, also unmittelbar etwas südliche von Schleierde, war es glaube ich, und
Wie dem auch sei, da hast du halt eben dann für die Feuerrote und Blattgrüne Edition ja dann quasi auch nicht so viel mitgegeben. Insbesondere, weil wir quasi auch hier Pokémon Radical Reds in diesem Fall mit zocken. Gut, wie dem auch sei. Dann hättest du halt eben dann alternative wieder die Pferdespiele-Generation, also quasi Diamant, Pearl und Platin. Es gibt natürlich durchaus wahnsinnig viele krasse Hacks, insbesondere auch für Platin. Du hast Renegade Platinum, du hast Flawless Platinum, du hast Bloody Platinum, du hast irgendwelche beliebigen anderen Hacks, aber nicht nur für Platin, sondern auch für Diamant und Pearl. Selbst dazu gibt es halt krasse Hacks. Und obwohl ich halt eben auch so richtig bevorzuge, halt eben die vierte Spielegeneration mit zu spielen, obwohl ich zwar schon mit der ersten Spielegeneration groß geworden bin, aber die Spielegeneration Nummer 4 wiederum, die hatte dann quasi dein Abenteuer mit gepredigt, dein Pokémon-Universum oder eher gesagt dein, also generell, das war quasi das krasse Momentum. So, mir fallen jetzt nicht die passenden Worte dazu ein, was er dann quasi die Folge hat. Dass ich dann aber auch keinen Bock dazu habe, hier wieder in die Sinnoh-Region wieder mit aufzumachen, weil ich ja quasi bereits letztes Jahr schon zweimal ja die Platin-Edition mitgespielt hatte. Einmal als Randomizer Platinum Nestock Challenge und hat eben dann ein klein wenig später mit meinen Kollegen Lented haben wir halt eben dann noch einmal Platin gespielt. Natürlich halt eben dann Randomizer Solink, Nestock Challenge Ultra Doom of All Time und wie es halt eben damit heißt. Also von daher würde ich dann auch in diesem Fall wirklich sagen wollen, dass ich mich noch ein klein wenig distanzieren möchte. Zumindest was halt eben erstmal die Sinnoh-Region mit betrifft. Obwohl man halt eben mit unstreitbar mit sagen muss, die Sinnoh-Region ist quasi immer noch die beste Generation überhaupt, die beste Region, die beste Edition mit den ganzen dran und drum. Einfach, weil du quasi dann dort tatsächlich zum ersten Mal den Unterschied zwischen physischen und speziellen Attacken quasi mit hast. Gut, das ist erstmal nebensächlich, aber auch eines der Hauptgründe ist natürlich ja quasi Cynthia. Cynthia ist halt eben dann die stärkste Champion-Dame of all time. Also da kann quasi auch hier Dianta aus der Kalos-Region nicht mithalten oder quasi irgendwer anders. Oder wenn man zumindest hier den ganzen Leaks mit glauben vermöge, also für euch mal, muss ich mal gucken, dass ich hier vielleicht so den Link mit finde oder vielleicht irgendwie eine Referenz dazu, ist dann entweder für euch rechts oben mit eingeblendet oder dann unten in der Videobeschreibung hier zu potenziellen, mal das mit betonen, potenziellen Leaks für ein Remake zu Diamond and Pearl, was halt eben dann auf der Switch mit rauskommen solle, wobei halt eben die Frage mit offen ist, findet es wirklich statt, ja oder nein, oder halt eben nur als Fake mit angedeutet, weil eigentlich weiß man so mehr, dass ja quasi Game Freak dann für das 25-jährige Jubiläum von Pokémon dann eigentlich mehr Pokémon New Snap mit rausbringen möchte, wobei man auch so einige Trailer davon gesehen hat und eigentlich mit sagen muss, ey Alter, das sieht ja mal mega geil aus und ich glaube, da würde es sich sogar tatsächlich lohnen, sich eine Switch sich zu holen, um halt eben dann die verstaubte Wii U dann mal abzulösen, so in diesem Sinne. Und ja gut, das wären halt eben dann solche potenziellen Dinge. Auf jeden Fall hättest du halt eben dann hier Hardcore und SoulSilver, was halt eben dann ja dann die Remakes zur Johto-Region mit sind. Und ich muss sagen, Hardcore und SoulSilver spiele ich halt eben in Relation zu Gold, Silber und Kristall durchaus halt eben lieber. Weil es halt eben dann die vierte Spielegeneration mit ist, sodass du halt eben dann die gewohnten Spieleigenschaften mit hast, die du quasi sonst mit kennen tust und dass du halt eben dann dort so deine Freude mit hast. Der aber wirklich krasse spielinterne Nachteil ist halt eben dann folgendes, nämlich, dass du zum einen auch wieder die extremst banale Levelkurve mit hast, also dass du dann wirklich drauf achten musst, oh mein Gott, dass du bloß nicht aus Versehen überlevelst, also man kann wirklich sagen, selbst die Johto-Region, die ist ja wirklich viel zu einfach gemacht worden, was aber dann ja durch die Kalos-Region oder eher gesagt durch X und Y ja quasi noch bei Weitem unterboten wurde. Also die ist ja dann mit Abstand hier das Einfachste überhaupt, aber gut, das ist jetzt quasi so ein Ding, meine persönliche Meinung und Einschätzung und ich komme vielleicht später nochmal drauf mit zurück. Wie dem auch sei, was mir aber dann auch so ein bisschen so auf die Nerven geht, gegenüber den anderen Regionen, also quasi der ersten Spielegeneration oder halt eben dann auch in der dritten Spielegeneration, sei das halt eben dann für Rubin, Saphir, Smaragd oder quasi dann auch in der Kanto-Region, Rot, Blau, Gelb, beziehungsweise auch Feuerrot und Blattgrün oder halt eben auch in diesem Fall Radical Red oder auch in der Sinnoh-Region, ist, dass du quasi in der Johto-Region, sei das jetzt für Gold, Silber, Kristall oder auch für Hardcore und SoulSilver, dass du wirklich gefühlt
zwei, wenn nicht sogar drei Parts alleine dafür mit benötigst, um erst einmal random mit rumzurennen, dass da quasi erstmal mit erklärt wird, was du wann, wo, wie machen kannst, bevor du überhaupt erstmal Pokémon mit fangen kannst, weil du bis dato dann noch keine Pokébälle kaufen kannst, dass du dann dementsprechend auch keine Pokémon fangen kannst und dass der halt eben dann noch wieder erst elastisch erklärt werden muss, wie man Pokémon mitfängt. Aber gut, das ist jetzt nur so eine persönliche Einschätzung, gerade was das letzte jetzt mit betrifft. So, nebenbei mit erwähnt, hier sieht man quasi eine Dracovish, was man auch hier hätte wunderbar mit fangen können und ich muss wirklich sagen, schade eigentlich, dass ich hier gerade für solche Raid-Battles nicht so eine Sonderregelung mit gemacht habe, dass man quasi die Raid-Pokémon, die man quasi dann hier zum ersten Mal mit begegnet, dass man die quasi auch mit fangen kann, weil gerade so ein Dracovish mit Fisher's Rend und dann noch mit einem Scarf wäre natürlich halt eben ultra mega Bombe bis zum geht nicht mehr, also das wäre auch so ein Ding mit gewesen, aber naja, kurz, also sind dann eben nur mal die Dinge. Wie dem auch sei. Ja, gut, das wäre eben dann zu Hardcore und Soul Silver. Wobei ich aber auch mit sagen muss, gerade so die Musik in Hardcore und Soul Silver, oder mehr gesagt, die jeweiligen Arena-Kämpfe, aber auch nur für die Johto-Region, die sind natürlich ja mega spitze. Auch dazu habe ich ja mal eine Art Ranking mal mitgemacht. Findet ihr im Übrigen rechts oben mit eingeblendet, was ich mal vor, ich glaube mal vor 3 Jahren mal mit zusammengestellt habe. Damals noch mit einer alten Video- und Mikrofoneinstellung und dementsprechend seid ihr schon mal so ein bisschen vorgewarnt, also was zumindest auch so die Qualität mit betrifft. Wie dem auch sei, kämen wir dann zur 5. Spielegeneration. Ich habe mir quasi auch überlegt, vielleicht dann auch wieder die 5. Spielegeneration mitzumachen, obwohl eigentlich erst nur wenige Monate zuvor ja schon bereits mal die 5. Spielegeneration mal mit angehaucht wurde, nachdem wir quasi davor schon über 3 Jahre wieder ins Land zogen. Und zwar war das quasi Pokémon Weiß. Das war halt dann die, wie heißt sie gleich schon mal? Genau, die Last Pokémon Standing Challenge, in der ging es ja quasi darum, dass du quasi mit einem vollen Team, sobald du es irgendwann mal mit hast, dass du eben dann tatsächlich in der Lage warst, oder eher gesagt, dass es dann deine Aufgabe war, mit dem 6er-Team so lange zu bestehen, wie es quasi nur mit möglich war. Und wenn du halt eben dann beispielsweise ein Teammitglied verlieren solltest oder vielleicht sogar mehrere Teammitglieder, dann musst du halt eben dann mit den restlichen Teammitgliedern damit weiterkämpfen und dir war es quasi nicht mit vergönnt, dann überhaupt noch dein Abenteuer somit zu bestreiten, dass du halt eben dann dir neue Pokémon auf einer neuen Route dir mitfängst oder dass du quasi geschenkte Pokémon oder auch Shiny-Pokémon irgendwie mit einholen kannst. Ich muss sagen, diese Challenge, die hatte ich zwar nicht mit bestanden, weil halt eben dann Bianca dich dann vor der 8. Arena halt eben dann ordentlich zerlegt hat, aber auf der anderen Seite, du wärst halt eben dann wegen des potenziellen oder drohenden Überschreiten des Level-Limits eh nicht weiter gekommen als unmittelbar davor, also wäre dann die Challenge dann so oder so mit zu Ende gewesen. Ich meine, vielleicht mache ich halt eben dann doch mal wieder hier die 5. Generation, vielleicht im Schwarz-Weiß noch einmal, vielleicht auch Blazepack und Worldwide oder vielleicht schon wieder Schwarz-Weiß 2 beziehungsweise Blazepack und Worldwide 2. Das weiß ich jetzt bisher in der ersten Form ehrlich gesagt noch überhaupt nicht. Ob und so weiter und so fort. Ich meine, das Ding ist, du hast eigentlich gerade für die 5. Spielegeneration ja nicht viele nennenswerte Hacks, die du halt eben dann irgendwie mit nutzen kannst, außer Blazepack und Worldwide. Ich habe zwar auch so einige Hacks dazu mit gefunden, die, ich sag mal, vom Namen her zwar schon ein bisschen interessant sind, aber die habe ich auch mal mit angespielt und ich muss eigentlich mal sagen, nein. Einfach nur nein. Ich meine, ein Hack wiederum, ich kenne jetzt leider nicht mehr den Namen, aber wenn ich das mal wieder finde, werde ich das dann vorher schon mal hier mal mit einblenden, ist halt eben dann so ein Hack, dass du halt eben dann statt deine beiden Rivalen Bianca und Jeremy hast, hast halt eben dann dort hier Yatragan und Cynthia. Cynthia meine ich hier nicht, sondern Cynthia. Also die wiederum, die wirst du dann noch mit ihren jeweiligen aufbauenden Team dann später dann noch hier wieder mit begegnen. Ich meine, man kann es mit tun, aber das lohnt sich mal nicht wirklich so, weil quasi die beiden, die haben ja dann quasi auch von Beginn an ja quasi schon ein Drachen-Pokémon schon mit am Start und du selbst hast du eben dann, ich glaube so als Auswahl, ich glaube so einen Kleinstein gehabt oder einen Suruar oder ich glaube auch einen Yorkliff oder so, ich weiß es nicht mehr, was du halt eben damit hattest und du hattest quasi das als fixe Starter-Pokémon, also da konntest du quasi auch nichts mit ändern und da bist du an sich auch nicht wirklich weit gekommen, also das kannst du halt eben dann in diesem Fall knicken, so in diesem Sinne und von daher fallen halt eben dann andere potenzielle Hexe zur 5. Spielegeneration ja dann leider auch mit ins Wasser. Also muss man halt eben dann sehen, wie es in der Mitte werden könnte. Gut, wie dem auch sei,
Wir hätten ja dann noch so die sechste Spielegeneration, also X und Y für Carlos, beziehungsweise auch Oras, die Remakes zu Omega, also zu Rubin und Saphir, quasi Omega Rubin und Alpha Saphir, so in diesem Sinne. Aber ich muss natürlich sagen, ich selbst habe die sechste Spielegeneration wirklich noch nie ein einziges Mal gespielt. Weder X noch Y noch Oras habe ich überhaupt jemals gespielt, was er dann die Folge hat, dass du dann dementsprechend vielleicht das auch mal mitspielen könntest, aber von dem, was ich auch quasi so mit gelesen habe, ich habe mich auch mal halt eben schlau gemacht, insbesondere für X und Y, das Spielerlebnis, das ist ja sonst wie ultra einfach gemacht, also dagegen ist ja dann die bis dato vereinfachte oder sagen wir mal extremst vereinfachte Johto-Region ja quasi Hardcore, also so in diesem Sinne, und daraus kannst du nicht wirklich eine Challenge machen, also das ist eigentlich ein Nonsens. Es gibt da im Übrigen auch dort Hacks dazu, darüber habe ich mich quasi auch mal schlau gemacht, diese nennt sich quasi Neo X bzw. Neo Y, aber ich würde halt eben dann mal meinen, dass ich dann mal wirklich tatsächlich dann für mich dann privat dann eher mal X und Y dann mal mal spiele, damit ich überhaupt erstmal das Spielerlebnis mit reinbekomme, um dann eben dann zu erahnen, was halt eben dann dich so mit erwarten könnte, um halt eben dann für potenzielle Hacks, wie halt eben dann für Neo X und Neo Y, muss ich mich aber auch mal selber mal schlau machen, wie das damit zu installieren geht, mit den ganzen dran und drum, dass du halt eben dann dort ordentlich eins aufs Fressbrett mitbekommst und das ein paar Excellence, wie sich das dann eben mit Gehirn vermöge, wie dem auch sei, hättest du halt eben dann ja nicht so viel offen. So, zu Oras brauchen wir eigentlich jetzt nicht so viel mit zu sagen, von daher überspringen wir das gleich mal mit. Und dann hättest du halt eben dann zu die Alola-Region. Gut, ich muss eigentlich sagen, Sonne, Mond, beziehungsweise Ultrasonne und Ultramond, die Titel, gut, das sind halt eben auch solche Dinge, wo ich mir einfach nur denke, na, muss nicht unbedingt sein. Und auch so für Sonne und Mond, gut, man hat halt eben dann dort die VMs ja nun endlich mal abgeschafft, was halt eben dann in den vorherigen regulären Pokémon-Spielen ja quasi erzwungener Bestandteil mit war, und ich kann mir auch gut vorstellen, wenn ich dann eben dann ein beliebiges anderes Pokémon-Spiel dann wieder mitspielen möchte, ich werde mich halt eben dann wieder unfassbar dann erzwungenermaßen mich dann wieder damit begnügen müssen, dann wieder VMs wieder mit hineinzunehmen, also VM-Pokémons und vor allem auch dann die VM-Attacken, weil du halt eben dann ja Surfer, Kraxler, Stärke, Zerschneider, Zertrümmerer und Stärke und hast nicht alles brauchst, was du halt dann zwingend benötigst, um halt eben dann zu einem bestimmten Ort mitzukommen, oder wie zum Beispiel nochmal abschweifend zu Gold, Silber, Kristall bzw. Hardgold und Soul Silber, wenn du ja dort Trainer Rot mit herausfordern möchtest, dann brauchst du gefühlt 10 Milliarden mal ein VM-Einsatz, also in Kombination von Kraxler, Zertrümmerer, Stärke und Surfer und Kaskade. Also das sind dann in diesem Fall ja schon ganze 5 VMs, die du dann mit benötigst, was ja dann die Folge hat, dass du halt eben dann nicht nur gegen Trainer Rot mit antrittst, der dann mit seinem unfassbar krassen, hochgelevelten Team damit am Start ist, sondern darüber hinaus, dass du halt eben dann auch wertvolle Slots dann nicht irgendwie mit einsetzen kannst, um halt eben dann gegen Trainer Rot irgendwie zu bestehen. Gut, ich meine, es gibt doch hier solche Single-Pokémon-Solo-Challenges bis zum geht nicht mehr. An die traue ich mich allerdings nicht dran, weil da habe ich mal absolut kein Gefühl dafür, und ich wüsste auch nicht, wie viele Versuche oder wie viel Geduld ich dafür mit aufbringen müsste, um so etwas überhaupt nicht zu bestehen. Von daher fällt es dann in dieser Form ehrlich gesagt flach. Also das sei da schon mal mitgegeben. Gut, wie dem auch sei, wir hätten ja dann quasi ansonsten noch hier im Schwert und Schild bzw. Let's Go Evoli und Let's Go Pikachu, wobei halt eben dann bei diesen 4 genannten Spielen, da ich keine Switch habe, kann ich auch diese nicht wirklich spielen, beziehungsweise für Schwert und Schild, wenn ich quasi halt eben hier eine Switch mit hätte, dann würde ich aber halt eben dann für Schwert und oder Schild, würde ich halt eben dann aber auch straight ein Hack dazu mitspielen, und zwar nennt sich dieser Sacred Sword bzw. Storm Shield. Ich glaube, so hießen, also wie gesagt, heißen diese beiden Hacks, die wurden quasi auch von Treyarch mit erstellt. Das ist quasi dann dieser Typ, der ja dann unter anderem auch für quasi Renegade Platinum oder beziehungsweise auch Sacred Gold und Storm Silver dafür schon mit verantwortlich ist, beziehungsweise auch für Blazeback und Worldwide. Also der macht natürlich schon so richtig krasse Hacks bis zum Gehtnichtmehr. Also da kriegst du dann schon ordentlich eins aus dem Fressbrett, was das Zeug hält. Und da hast du halt eben dann auch dort so deine Freude mit. Gut, wie dem auch sei,
du kommst halt eben dann noch mehr oder weniger dann in den Genuss, dass du halt eben noch andere Spaßprojekte noch mit haben könntest, also quasi so Fun-Mods oder sowas in dieser Form. Das wäre vielleicht noch so ein Ding, aber da weiß man jetzt noch nicht so ganz genau, wie das damit werden könnte. Also einige eigene Hacks mit eigener Story, mit eigenen, oder gesagt, mit Pokémon oder beziehungsweise außer in einer anderen Form, habe ich quasi unter anderem auch mal mitgespielt. Das war quasi Pokémon Glazed. Kann ich mir übrigens gerne mal mit empfehlen. Ist an sich eine mega geile Modifikation für, ich glaube, für Pokémon Smaragd, glaube ich, was. Ich bin mir da nicht mehr ganz so sicher. Also auf jeden Fall baut es da quasi mit auf, wo du dann quasi in der Toonot-Region bist. Also Toonot ist ja dann quasi rückwärts ausgesprochen Donut. Sehr einfallsreich, aber auch sehr interessant. Du hast dort eine eigene Story, du hast dort ein eigenes Bösewicht-Team, die sich dann mehr auf, wie war das, ich glaube, auf Typ Kampf sich damit spezialisieren tut. Und dass du eben dann dort auch die, hier The Story of Mew quasi mit hast, weil ja dann quasi auch dort auf dem Thumb ja dann ja Mew mit abgebildet ist und dass du halt eben dann dort auch eine wirklich sehr universelle Top 4 mit hast. So etwas hast du wirklich noch in keinem anderen Pokémon-Spiel jemals gesehen. Also weder in irgendwelchen regulären Hauptspielen, wobei halt eben dann erst ab Schwarz und Weiß man sich halt eben dann tatsächlich entscheiden konnte, welchen der Top 4 Mitglieder du halt eben dann als erstes mit vermöbeln möchtest und wen du halt eben dann bis zum Schluss mit aufhebst, währenddessen es ja zuvor ja quasi somit der Fall war, dass du halt eben dann nur linear mit angehen musst, ein Top 4 Mitglied nach dem anderen und wie dem auch sei. Das hast du halt eben dann zwar so gesehen auch in Pokémon Glazed, dass du halt eben auch linear die Top 4 mit hast, aber die Top 4 wiederum dort, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, die ist quasi so mit aufgebaut, dass du dann dementsprechend eine universelle Top 4 mit hast. Diese ist dann so mit aufgebaut, dass dann die Top 4 nur die Pokémon einsetzt, die dann quasi eine bestimmte Farbe mit haben. Zum Beispiel, erste Top 4 Mitglied setzt zum Beispiel nur Pokémon ein, die zum Beispiel die Farbe rosa mit haben. Und da musst du natürlich dann mit überlegen, Gott, welche Pokémon haben denn überhaupt eine rosa Farbe? Wie zum Beispiel Schlurp oder Schadera, Hytera und Pipi, Pixi, Eis und Spaß halt. Oder zum Beispiel ein Top 4 Mitglied, welche zum Beispiel nur Pokémon einsetzt, die quasi die Farbe orange mit haben. Und das ist natürlich mega, mega, mega geil, weil das wiederum ist dann ein komplett neues Konzept. Und da muss ich wirklich sagen, schade eigentlich, dass man so etwas in solchen regulären Pokémon-Spielen nicht wirklich mit sehen tut. Was ich eben dann auch wirklich sehr schade finde, weil das ist so ein universell mega geniales Konzept mit gewesen, was ich aber sonst auch wirklich nirgendwo in irgendeinem anderen Custom-Pokémon-Hack irgendwie mal mit gesehen habe, so in dieser Form. Also es gibt natürlich auch, wenn wir gerade so von Hacks sprechen, auch noch so richtige Kaizo-Hacks, wie unter anderem Kaizo Blue oder Kaizo Emerald und keine Ahnung, wie andere so mit heißen, die dann zwar zum Beispiel auch so für Kristall oder auch für Platinum oder was auch immer so mit abspielen. Aber solche Kaizo-Hacks wiederum, muss ich ehrlich sagen, sind auch nicht so mein Ding. Weil zum einen, klar, die Region, die wurden da dann in einigen Fällen gegebenenfalls eben da ordentlich mit geändert und du wirst eben dann auch dort schon extremst gefordert, was das Zeug hält. Aber ich merke schon das Ergebnis auch schon, wie es ja bei Pokémon Radical Red mit der Fall ist. Du musst halt eben dann mehrere Stunden mit Grinding verbringen. Das ist erst einmal so das eine. Was ich sag mal dann schon ein bisschen nervig mit ist, wenn du halt eben dann einen neuen Part mit machst, dass du halt eben dann dort, ja gut, wie soll man eigentlich sagen, dass du halt eben dann wieder neue Pokémon mit am Start hast, sofern du dann bis dato noch ein volles, also nicht mehr ein volles Team mit hast, was eben dann wieder voll aufgefüllt wurde, um halt eben dann in irgendeinem späteren Part oder sogar in dem jetzigen Part halt eben dann in diesem Fall, dass du einen Kampf mit bestreitest oder halt eben dann dort ein oder zwei Pokémon dort mit verlierst, die du halt eben dann potenziell zuvor die ganze Zeit über mit hochtrainiert hast, dass du halt eben dann Grindings mit am Start hast und so weiter und so fort. Also das wird dann auf die Dauer dann ehrlich gesagt auch ein bisschen sehr frustrierend. Ist dann zumindest so meine persönliche Meinung dazu. Gut. Wie dem auch sei, ich werde hier, da wir ja gleich die 30-Minuten-Marke schon mit erreicht haben, dann in diesem Fall für euch dann noch diesen Part hier mit beenden. Also in diesem Fall ist eigentlich schon mit gesagt, was wir alles so in diesem Part mit gefangen haben, ist unter anderem hier ein Lantern. Also ich gehe dann so im nächsten Part dann spezieller mit drauf ein.
Nachdem ich natürlich dann erstmal wieder 10.000 Jahre lang gegrindet habe, ich möchte dann so mein Team damit umstellen, weil bei meinem jetzigen Team habe ich zumindest festgestellt, dass wir eine extremst hohe gemeinsame Schwäche gegenüber Boden und anderen haben. Von daher möchte ich halt eben so im besten Fall das Team halt eben noch ein bisschen mit umstellen, aber da muss ich halt eben dann auch wieder ziemliche grinden, was das Zeug hält. Und da müssen wir natürlich mal sehen, was dann alles mit rauskommen würde, rauskommen kann. Ende vom Lied ist halt eben dann, ja, dass halt eben dann der nächste Part dann wieder auch etwas länger auf sich erwarten lässt, weil, ja gut, halt eben dann die Zeit dann in diesem Fall mit ist. Aber auf jeden Fall, ich werde dann zu den nächsten Parts dann nochmal speziell darauf mit eingehen, was man dann alles hier für Pokémon mit gefangen haben, was für TV-Werte die mit haben und ob ich halt eben dann so EV-Training auf diese damit gemacht habe, das kann ich eben jetzt in dieser Form noch nicht mit sagen, weil ich quasi halt eben dann unmittelbar nach dieser Aufnahme dann noch anfange hier zu grinden, mal wieder. Und da schauen wir natürlich mal nach, was dann so als nächstes mit passiert. Es sei aber dann auch schon somit gesagt, wir haben dann einschließlich bis zur Zinnoberinsel. Ich bin halt eben dann in diesem Fall ja schon auf der Zinnoberinsel schon mit am Start gewesen. Dass wir halt eben dann bis dato, ich euch die Pokémon bezeige, dass wir halt eben dann aber noch in das verlassene Forschungshaus noch mitgehen müssen, um halt eben dann dort noch die Schlüssel mitzuholen. Das heißt, dort gibt es dann noch einen Routen-Encounter, der dann für uns noch mit offen steht. Und dann wiederum wird es ja dann Zeit, dass wir halt eben dann danach zu Pyro mitgehen, was immer der dann hier für ein krasses Team dann mit am Start haben wird. Was für eine Taktik da damit am Start haben wird, weiß ich bisher noch gar nicht. Ich könnte zwar wieder in die Guides gucken, aber ich denke mal, ich lasse erstmal die Guides auch erstmal wieder eine längere Zeit erstmal wieder mit außen vor. Weil zum einen muss ich mich erstmal jedes Mal wieder daran erinnern, die Guides mit zu benutzen. Aber zum anderen finde ich, macht es doch dann an sich auch viel mehr Spaß, wenn du halt eben dann auch wieder ein bisschen blind das Ganze wieder mitspielst. Weil du halt eben dann, ja gut, wieder ein bisschen mehr Dramatik wieder bei deinem Start ist und dich einfach nur freust, oh, wie geil ist das denn, dass du es damit überstanden hast. Oder im schlimmsten Fall auch, dass du es dann quasi nicht mit bestehen tust. Beziehungsweise auch der andere Fall könnte quasi mit eintreten, wenn du quasi die Guide mit verwendest. Sei das jetzt hier zum Beispiel für Pokémon Radical Red oder wenn du quasi einen anderen Hack quasi mitspielst oder regulär ein normales Pokémon spielst, aber eben daraus eine Challenge mitmachst und du verwendest halt eben den Guide bei Bedarf, dann kann es halt eben auch im dümmsten Fall sein, dass du dann dort die Challenge verkackst, weil du halt eben dann die jeweiligen Pokémon, die du dann bis dato regulär nach den Nuzlocke-Regelwerke Nummer 1 dann, ja, wenn du dann einfach Pech hast, dann hast du einfach Pech und dann nützt auch dir die beste Guide nicht oder der einfachste Gegner der nicht, wenn du dann einfach gegen den einfach nur mit vergeigst, was das Zeug hält. Also das sind halt eben dann auch solche Dinge bei solchen Nuzlocke-Challenges, beziehungsweise unabhängig von jedem Spiel. Wie dem auch sei, ich bin jetzt erstmal raus, ich habe erstmal hier lange genug gelauert, ich mache erstmal gleich hier wieder mein Grinding und ja gut, wie gesagt, wann quasi dann das nächste Video mitkommt, weiß ich nicht. Ich hoffe halt eben dann nur wirklich daran, dass ich dann das nächste Mal dann auch wirklich wieder hier das Mikrofon wieder mit einschalte, damit man dann auch wenigstens dann wieder das mit sehen kann und ja gut, wie es dann damit weitergeht. Sehen wir natürlich halt eben dann, ich bin erstmal raus, ja, bis zum nächsten Mal, bye bye. Beziehungsweise hier noch eine kleine Appendix-Geschichte, wenn ihr eben dann auch so Ideen mit habt für ein anderes Spiel, andere Region oder so. Schreibt das natürlich mal gerne mal in die Kommis, wenn ihr da so Ideen dazu habt, dann immer rein damit. Da müssen wir natürlich mal mit schauen, ob und was und so weiter und so fort. Aber ansonsten, ja gut, wie gesagt, werden dann auch so in der nächsten Zeit dann erstmal sehr wenig Videos von meiner Seite aus mitkommen, weil du bist ja dann noch berufstätig mit unterwegs und wenn du eben dann so abends von der Arbeit mitkommst, dann hast du natürlich ja komplett hier Matsche im Hirn und hast du dann noch weder Zeit noch Lust noch sonst irgendwas dann noch so einen Partner mit aufzunehmen und ja gut, ist halt eben dann so ein Ding halt. Gut, wie dem auch sei, jetzt bin ich aber endgültig raus, bis zum nächsten Mal, bye bye.